ja, während sich Sophie hier hinter mir, wie ihr sehen könnt, die Sonne auf dem Gesicht scheinen lässt. Sie liegt hier ganz gemütlich und ja, lässt sich ein bisschen sonnen. Drehe ich euch dieses kleine Infovideo für euch, und zwar, damit ihr euch auskennt, gestern kam ja kein Video online und heute wird es außer diesem kleinen Infovideo auch nichts folgen. Wenn ihr mir vielleicht auf Instagram folgt, dann wisst ihr Bescheid, wenn nicht, dann hört gut zu. Ich habe mir nämlich die Tage so ein bisschen Social Media Pause genommen, nur so 2-3 Tage, wo ich jetzt auch nichts gepostet habe und ja, gepostet habe ich schon mal, aber ich habe nicht Story gemacht. Ich wollte so ein bisschen, ja, irgendwie nichts erzählen und wollte nur ein bisschen für mich sein oder für uns zumindest, für uns als Familie. Und diese Ruhe habe ich ein bisschen gebraucht und habe mir genommen. Deswegen gibt es jetzt aber aktuell keine Vlogs, die ich euch quasi online stellen kann. Ihr müsst euch überhaupt keine Sorgen machen, uns geht es allen gut. Sogar dem Papa, dem geht es wirklich jetzt, aktuell Stand der Dinge, wirklich sehr, sehr gut. Also der fühlt sich, sehr, sehr gut. Der hat gar keine Fieberschwankungen mehr, gar nichts. Also wirklich ganz normal. Überhaupt keine Halsschmerzen mehr, also überhaupt keine Beschwerden. Also die Symptome sind alle weg. Ihm geht es wirklich sehr, sehr gut. Er schläft auch wieder bei mir im Schlafzimmer und er darf sich ganz normal verhalten. Wir sind selbst aber noch bis Donnerstag. Dann haben wir, also bis Donnerstag in so Quarantäne, wo wir jetzt nicht rausgehen unter Menschen, also ich gehe auch nicht einkaufen oder sonst irgendwas, weil ja, ich möchte diese 14 Tage wirklich einhalten. Man sagt ja, Inkubationszeit 14 Tage, falls ich den Virus auch haben sollte, weil ich hatte auch Kopfschmerzen und beim Atmen so ein Brennen in den Lungen. Man weiß es ja nicht, ne? Bei jedem äußert sich, also es gibt Leute, die positiv getestet wurden und nichts hatten. Also ja, nur so. Also selbst zum Schutz der anderen bleiben wir zu Hause. Ja, nur damit du Bescheid wissen. Auf jeden Fall ging es der Papa halt nicht so gut und so weiter. Mir hat das schon gestresst, auch wenn ich in den Vlogs sehr souverän rüberkomme und alles mache und mich um die Kinder kümmere und alles irgendwie wie gewohnt auch weitergehen muss, merke ich, dass ich in diesen Momenten einfach wie so Scheuklappen habe und wirklich fokussiert bin auf das Problem. Sobald das Problem sich aber wieder auflöst, also dann Papa geht es wieder gut und er ist gesund und so weiter, dann merke ich, dann fällt das alles in mich zusammen und dann fängt mein Kopf zu rattern an und ich fange an nachzudenken und hinterfrage Sachen und denke mir so, oh mein Gott, was geht denn zurzeit wirklich ab? Also erst dann fange ich zu realisieren, was da eigentlich die ganze Zeit abgeht. Also bis dato hatte ich es, glaube ich, nicht so realisiert, nur so, ich habe funktioniert, aber nicht darüber nachgedacht. Und das hat mich ein bisschen, also mir ging es wirklich schlecht. Ich hatte so schlechte Laune und boah, ich habe mich so elendig schlecht gefühlt, also so wie depressiv irgendwie. Und habe das Gefühl gehabt, dass ich jetzt nicht vloggen kann. Und ich bin ja so, ich zeige schon einen realistischen, authentischen Alltag. Trotzdem filmt man ja nur, wenn es irgendwas Süßes, Tolles, Positives ist und versuche auch nicht immer. Also ich kann dann auch nicht, wenn es mir dann wirklich nicht so gut geht, dann die Kamera draufhalten. Das kann ich dann auch nicht. Deswegen habe ich dann auch nicht gebloggt und mir ein bisschen Pause gegönnt. Und ja, jetzt geht es mir auch wieder besser. Ich konnte wieder ein bisschen positive Energie tanken. Wir haben lustige Sachen gemacht die Tage. Wir haben uns wirklich auf die Familie fokussiert. Wir haben gestern urlustige TikToks gedreht. Ihr müsst vorbeischauen bei unseren TikTok-Channels. Der Papa hat jetzt auch einen und es war so lustig gestern. Mit der Michelle habe ich auch ein Video gedreht. Ich habe ihre Haare gefärbt. Also falls ihr auf Diamanta Kids vorbeischauen wollt, da seht ihr dieses Video. Das habe ich heute gepostet. Und ja, wir haben uns ein bisschen die Zeit genommen. Ein paar Tage nur. Und ja, das wollte ich euch einfach nur sagen, damit ihr Bescheid wisst. Uns geht es allen gut. Dem Papa geht es gesundheitlich gut. Ich brauchte nur so ein bisschen die Zeit für mich. Also ohne YouTube-Vlogs, ohne Insta-Stories oder sonst irgendwas. Das tut manchmal auch wirklich gut, weil man merkt ja auch aktuell, es ist eine schwierige Zeit und die Leute drehen ein bisschen durch. Also ich merke halt auch, die Kommentare sind, also auf YouTube kaum, wirklich kaum. Ich muss ja sagen, meine YouTube-Community ist wirklich eine der besten. So höflich, so lieb und wirklich
Hut ab. Also danke an euch, dass ihr wirklich so, dass ich so eine erwachsene und tolle Community habe. Aber auf Instagram merke ich schon manchmal, da kriege ich manchmal so ein Privatnachrichten von Leuten, die dann einfach wirklich ihren Frust ablassen wollen. Und wenn es dir selber gerade schlecht geht, da kannst du das nicht abfangen. Ich kann mit irgendwelchen negativen Kram eigentlich gut umgehen. Nach 5 Jahren YouTube-Erfahrung kann man das einfacher wegstecken. Man kann es filtern, man lässt nicht mehr alles an sich ran, wie am Anfang. Aber nichtsdestotrotz, wenn es einem selber schlecht geht und dann kommen irgendwie schlechte Nachrichten. Aber wie gesagt, ich brauchte ein bisschen die Zeit für mich, mir ging es nicht so gut. Und ich bin aber froh, jetzt wieder zurück zu sein. Und heute kommt dieses Video online und morgen wird es dann weiter, ganz wie gewohnt, weitergehen. Und ich werde heute ein bisschen mitvloggen. Und sonst wird es auch noch lustige Videos geben, die wir drehen werden mit den Kindern, mit dem Papa. Mal gucken, was jetzt rauskommt dabei. Auf jeden Fall nutzen wir noch die Zeit, wo der Papa jetzt noch eine Woche in Isolation ist sozusagen. Das heißt ja nicht Quarantäne, sondern Isolation. Die Ärztin hat gemeint, er soll halt diese Woche noch zu Hause bleiben. Und am nächste Woche kann er sogar schon arbeiten gehen. Also ja. Ja, so viel von mir, meine Lieben. Ich sehe euch dann morgen. Und genau, Moment, noch nicht wegschalten. Ich möchte heute vielleicht noch live gehen. Also schreibt es unten in die Kommentare, falls ihr Bock habt auf einen Livestream. Vielleicht ein bisschen plaudern, vielleicht mit Papa zusammen, vielleicht was Lustiges, vielleicht was zocken. Mal schauen, was ich schaffe. Ja, auf jeden Fall, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen, falls ihr dabei sein möchtet beim Livestream. Ich würde mich sehr, sehr freuen natürlich. Und bis morgen zum Vlog. Tschüss!